Und weiter geht's. Jean-Paul Richter. Denkt man an Deutschland und Jean-Paul oder an geistige Stammesgrößen, ertränkt man sich heute im Alkohol und möchte sich von Wahrheit lösen. Doch fangen wir von vorne an, warum die Fragen aus alten Tagen kaum jemand noch beantworten kann. Ist es denn wert, darüber zu klagen, dass man vergisst einen alten Mann? Jean-Paul? Den Weggefährten von Wolfgang Goethe, den Zeitgenossen von Hölderlin, den Freigeist und auch Freund von Herder? Das sei in Deutschland nicht verziehen. Wer kann denn Werte wirklich bemessen? Wer stellt sich denn gottähnlich dar? Der Fisch? Man sollte es nicht vergessen, der stinkt am Kopf zuerst. Na klar. Ein Wunder ist es aber nicht, der Kopf vom Fisch, der findet das Fressen und seine Augen haben diese Sicht und den Rest hat er zurzeit vergessen. Und der Haifisch zieht seine Runden, einen Charakter braucht er nicht. Alte und Schwache sind seine Kunden. Aus seiner ureigensten Haifischsicht. Und wenn die Demagogie gewinnt und Freigeister es nicht mehr gibt, dann fragt der Mensch, was er geworden ist. Und von neuem beginnt das alte Lied. So ist es leider. Traurig, wa? Also Jean-Paul, ohne vergessen. Tschüss.